Lucky Strike. Da freut sich der Kollege. Kollege freut sich da. Ja. Auf, ja. Aber wirklich gibt es ja nicht so viel in Europa jetzt, ne? Doch, doch, aber wirklich sehr teuer. Oh ja, abgewinnt. Das weiß ich ja. Also ich denke jetzt pro Stange spart er jetzt 50 Euro. Hm. Und hier? Ah, hier 50 Euro. Nee, also pro Stange ist ein Ersparnis von 50 Euro. Ah. Ja, also hier 2 Euro. Ja. Eine Schachtel. Schachteln, ne? Genau. Und 7. Ja. 7. Ja, es wird schon immer teurer zur Zeit, ne? Also ja. Zigaretten, ne? Aber obwohl es dann bei uns sehr, sehr viel Tabak, wird sehr viel Tabak angebaut, ja? Mhm. Und in Europa, die haben so irgendwie mal so einen Stempel bekommen oder so eine Marke bekommen als Sumatra-Tabak, sowas, ne? Mhm. Vielleicht findet ihr so in einer Marke sowas, so Tabak aus Sumatra irgendwie. Das wäre vielleicht nicht nur von Sumatra, sondern von auch schon von verschiedenen Ecken des Landes, ja. Mhm. Ja, irgendwie mal so Unfall war, also war passiert, ja. Jetzt gemessen. Das sieht man wirklich selten, mal so ein Unfall oder ja, was kaputt geht. Ja, besonders am frühen Morgen ist die Straße noch leer und manchmal die Leute fahren auch schon schnell, ruckt sich los oder vielleicht gerade so viel los an der Straße, vielen Rollers, und haben die nicht aufgepasst, ja. Überschwemmung war die andere Straße kaputt oder die Brücke kaputt hier. Ja, deswegen ist es die andere Seite gesperrt. Da haben wir dann so den Fluss aus dem Berg. Aber die Roller fahren trotzdem rüber. Ja, soweit es nicht zusammenstürzt, die Brücke steht noch. Dann kann man sie noch rüberfahren. Ja, also ist nicht so ganz richtig gesperrt, ja. Und es gibt keine Kontrolle von der Polizei, ja, oder von der Regierung. Das hier rechts, ja, Friedhof, ja. Oh. Chinesischer Friedhof, ja. Chinesischer Friedhof sind alle sehr fest gebaut, ja. Also sogar groß. Vielleicht liegen da auch so ein, drei Leichen drin, ja. Da sind aber nicht so viele Chinesen bei uns hier. So vielleicht nur 3%, 4% von der gesamten Bevölkerung, ja. Und die sind oft dann auch schon schön gebaut, ja. Daneben ist ja ein heimischer Friedhof, ja. Da ist einfach nur so Grabsteine drauf, ja. Und so einfach Erde und dass man auch schon nach vielen Jahren wieder benutzen kann, ja, wieder Leiche dort begraben kann. Ja. Das gehört zu den chinesischen Friedhof hier.
diese Stadt heißt Ampenan, ja, also ist die Vorstadt von Mataram. Ja. Mataram ist eine größere Stadt. Das ist ja die Hauptstadt von der ganzen Provinz. Ja. Und Ampenan ist eine alte Stadt, ja, aus der Kolonialzeit. Ja. Also, aber das sieht man ja noch nicht an der Ecke, aber noch weiter da. Das war so eine Hafenstadt, ja. Also da waren die ersten Holländer bei uns ja zur Kolonialzeit hier gelandet, ja. In dem Hafen von Ampenan heißt das, ja. Da sind die Gebäude auch, ja, ist so ein, ab und zu eigentlich schon renoviert worden, aber hier vorne eigentlich original, ja. Also da haben die Chinesen da mal gewohnt, ja. Mhm. Und besonders auch das Gebäude da vorne zum Beispiel, ja. Also ist schon alt, ja, also das darf man eigentlich nicht renovieren, ja, also ich meine nicht zusammen, nicht abreißen, ja, sondern da muss einfach mal so bleiben, ja. Das gehört, historisch. Genau, das gehört zu Museum eigentlich, ja. Da steht der Kota Tua, also das Tor Richtung Hafen, ja, rein, ja, aber wenn man da ist, dann sieht man ja keinen Hafen da. Das war damals so ein Hafen, ja. Und jetzt sieht man auch noch Chinesen, die älteren Chinesen, die hier noch leben, ja. Mhm. Aber die Chinesen sind schon reichen Leute bei uns, ja. Die machen immer große Geschäfte, verkaufen, ja, Autos, ja, 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 elektronische Geräte. Aber sind ja schon damals also im 1965 sind viele Chinesen dann geflüchtet, ja, damals, ja. Also da gab es dann früher Ausschreitungen, ja, oder irgendwie so Aufstand oder sowas, ne, von Einheimischen, ja, weil eine große Organisation oder Partei, also eine große Partei war indonesische kommunistische Partei, ja, also wollte Putsch machen, ja, und hat leider nicht geklappt, der hat nicht geklappt und wurden viele Chinesen dann auch irgendwie mal wegvertrieben, ja. Ja, das ist ja jetzt also die alte Stadt, der Ampenan, ja. Hier wohnen Araber, ja, also viele Araber, gemischt, ja. Tja, hier sind auch schon viele Araber da. Und hier in der Stadt wird auch schon extra Gebäude aufgebaut, wie hier zum Beispiel die großen Gebäude da mit Löchern, ja, da gibt es Löchern da hinten, ja. Die sind ja die extra Häuser für Vögel, ja, Schwalben, ja. Schwalben, ja, also extra Haus so gebaut für Schwalben. Weil der Speichel von Schwalben, also Nest, ja, also die bauen die eigene Nest, ja, aus dem Speichel, ne? Ja. Und die werden dann verkauft, ja. Also es kostet zwar auch schon 2000 Euro, also ein Kilo, ja. Das ist teuer, deswegen bauen die dann extra Häuser, Leute hier auf, ja, für solche Vögel, ja. Die machen damit auch schon ein großes Geschäft. Alle drei Monate können die dann so viele Kilogramm dann schon abernten, ja, und verkaufen, ja. Das wäre Delikatessen oder so eine Art von Medikament vielleicht, ja. Das wird dann nach China exportiert, ja. Das gewusst, alles ab Schwalben gibt es in Deutschland auch. Schwalben, ja. Genau, ja. Es gibt auch schon noch viele später, kann ich euch zeigen, ja? Also dass Leute halt auch schon viel Geschäft da mitmachen, ja? Ja, das kostet schon Millionen Rupia, so ein Haus aufzubauen, so Hochhäuser manchmal, also sag ich mal mit drei, vier Etagen, nur für Schwalben. Ja?
Babau. Babau. Babau? Babau, ja? Oder Babua? Also Strand stand Babua, aber wenn das Babau gesprochen wird. Babua? Mhm. Das wär so Essen oder sowas, ja, ne? Muss schon Babau sein, ja? Okay. Also auch schon Art von so Hamburger sowas, ne? Ah, okay. Aber das ist auch schon Mehl und kommt dann oft dann Fleisch auch drin, ja, und zum Essen einfach, ne? Also so Art von Snack oder so Kleinigkeiten, ja, die kann man also so kaufen an der Straße. Hier auch nochmal der Friedhof, ja, chinesischer Friedhof. Da sieht man chinesische Schrift, ja, das kann ich nicht lesen, ja? Ja, ja. Nur die Chinesen können das lesen, ja. Oder die Leute, die halt das gelernt haben, ja. Ja, also es wird dann immer größer, dass irgendwann kein Platz mehr gibt, ja. Ja. Also nicht wie die Friedhöfe von den Einheimischen, dass man da in denselben Stellen in vielleicht nach vielen Jahren wieder neue Leichen dann begraben können, ja. Ja, so ist das. Enge Straße, aber viel Verkehr, ja. Oder ne, weil er dann irgendwie mal da was verlangt oder Spende erwartet. Ja. Bambus, ja, es gibt viele Bambus auch da. Bambus, von Bambus kann man viel machen, ja. Also Möbel zum Beispiel, ja. Haus kann man aus Bambus dann aufbauen, ja. Unser Dieselkraftwerk, ja, rechts, ja. Wir haben so Wasserkraftwerk, Dieselkraftwerk, Kohlenkraftwerk, ja. Die Kohlen haben wir selber nicht, aber die werden ja von Kalimantan her geliefert, ja.